Sieghart. Schönen guten Tag, mein Name ist Kneipe von der Firma Yellow. Spreche ich mit dem Herrn Sieghart? Ja, das ist richtig. Wen habe ich im Telefon? Ah, den Herr Kneipe von der Firma Yellow. Ich rufe Sie ja an, weil wir Sie kontaktieren sollten. Da ging es um ein neues S7. Um was geht es bitte? Ja, wir wollten Ihnen gerne einen Tarifvorschlag machen, Herr Sieghart. Ja. Deswegen haben wir uns ja, hatten wir Sie ja kontaktiert. Das hatten Sie ja in einer Internetumfrage wohl angegeben, ne? Ich guck mal hier. Ja, da würden wir Ihnen gerne einen Tarifvorschlag machen. Das war bei deintechnikpaket.de. Ne? Und wie kommen wir jetzt von Technik auf Strom? Ja, wie komme ich auf Technik? Weil ich bei Strom arbeite. Jetzt ergibt das einen Sinn. Ich wollte das nur etwas genauer verstehen, was Sie mir zu sagen versuchen. Ja, ja, wir würden Ihnen gerne, ja, weil Sie ja sich hier dafür interessiert hatten, einen Tarifvorschlag machen, damit Sie sehen. Yellow Strom kennen Sie doch. Das, der Name habe ich schon sicherlich schon mehrmals gehört. Ja, das ja, ist richtig. Ja, uns gibt es seit 1997, ne? Und wir beliefern was unsere Kunden mit Ökostrom und natürlich auch mit Gas. Da hätten wir Ihnen gerne einen Tarifvorschlag gemacht, ja, damit Sie mal einen Vergleich haben, was Sie bei uns sparen können. Was bezahlen Sie denn monatlich für Strom so? Das beläuft sich um und bei auf 60 Euro. Auf 60 Euro. Haben Sie auch Gas, Herr Sieghart? Ja, das ist meine Frau. Ich habe sie gefragt, weil ihr Kollege vorhin mir diese Frage auch schon gestellt hat. Das bezieht sich bei uns auf den Herd und auf die Heizung mit dem Gasverbrauch. Ach so. Ja. Was ist das so in diesen 60 Euro schon drin enthalten? Oder? Nein, das bezieht sich rein auf den Strom. Der Gasbetrag beläuft sich auf um und bei 40 Euro, meinte meine Frau. Ja. Bei wem sind Sie denn derzeit Kunde? Da wir sind bei den Stadtwerken. Ach so, Stadtwerke. Ja, ist ja auch nicht so weit weg, ne, in Hamburg. Das ist richtig. Meistens gehen ja, gibt ja viele so Vattenfall, ne. Das ist mir alles zu umständlich. Die ganzen jungen Leute, die machen das ja immer mit ihren mobilen Handfunk-Fernsprechgeräten. Ja. Ich bin da nicht so versiert mit diesen Sachen. Ich bin eher etwas altertümlich. Ja, was glauben Sie denn, Ulvers? Ich habe zwei erwachsene Kinder, die sind mit diesen ganzen auch aufgewachsen, ne? Da komme ich ja nicht mal mit hier. Also das Faszinierendste, was ich noch kenne, ist das Satellitentelefon aus meiner Militärzeit. Und ich dachte damals, eine weitere Entwicklung in dieser Richtung wird es nicht mehr geben. Wenn wir übers Weltall telefonieren, dann haben wir den Durchbruch erreicht. Und heute können wir noch ganz andere Sachen erreichen. Natürlich. Wer hätte das gedacht, so vor 30, 40 Jahren, ja, dass mal jeder so einen Computer in der Hosentasche umherschleppt. Das ist in der Tat richtig. Ich erinnere mich noch an einen Zeitungsbericht, da hat ein Offizieller der Firma Microsoft mal erwähnt, dass ein Computer niemals eine Rechenleistung über 333 MHz erreichen würde. Und ich glaube, dieses Ziel haben wir heute bei weitem überschritten. Na klar, heute hat jede Spielkonsole mehr Input, mehr Gigabyte. Sind wir nicht, jetzt sind wir inzwischen schon bei Giga angekommen. Wissen Sie, ich mag diese Begriffe mit Mega und Über. Ich finde das, ich finde das erheiternd. Wir sind jetzt hier bei, ich habe ja hier auch, wir haben ja hier einen Tarif, ne, Herr Sieghart? Da gibt es ein Gerät dazu, ja. Da gibt es eine Spielkonsole für Leute, die sich dafür interessieren. Da wird eine kleine Zuzahlung gemacht, die Dinge sind so teuer. Da sind wir bei, da gibt es nicht mehr Gigabyte, das ist 1000, das ist das Zehnfache oder Hundertfache der Rechenleistung. Das Zehnfache von Giga, was kommt denn nach Giga? Na, Terabyte. Terabyte, das hört sich ja schon nicht mehr so phänomenal an. Ja, Terabyte, das ist 1000 Terabyte. 1000 Terabyte sind 1 Terabyte. Ja, aber das kann man sich ja gar nicht vorstellen heute mehr. Nein, es entzieht sich der Vorstellung.
Ja, ne? Wissen Sie, ich habe sehr, sehr abstrakte Vorstellungsmöglichkeiten. Ich habe mich in meiner Jugend mal als Maler versucht, bin dann beim Straßenbau gelandet und heute mache ich Ja. hauptberuflich, stellen wir Lebkuchenherzen her. Und da braucht man schon ein gewisses räumliches Denkvermögen, aber diese 1000 mal 1000 im Quadrat und zur Wurzel und zurück, das ist mir einfach zu hoch. Ja. Kann ich verstehen. Also das ist, wer heute nicht hier mit sowas zu tun hat, ja, der hat den. Das ist, ich habe eine 93-jährige Schwiegermutter, wenn die kommt, ich würde gar nicht mehr hier zurechtkommen. Gehe ich auch Also. davon aus. Wenn ich überlege, damals, was ist Technik, da waren die Menschen froh, wenn die Straßenlaterne funktioniert hat Ja, und wenn der ja. Volksempfänger ein bisschen Musik gespielt hat, und heute hören sie es an jeder Straßenecke. Ja, und die ganzen oder so Anglismen oder so hier, es gibt ja kaum noch Geschäfte, die mit deutscher Schrift und Das finde ich auskommen. persönlich besonders schrecklich. Ich habe mir vorgenommen, das bei mir in meinem Leben nicht durchzusetzen, und ich bin damit bisher sehr erfolgreich gefahren. Ja, Mein also. Sohn zum Beispiel, der kommt immer mit seinem tragbaren Rechner, den er da auf dem Schoß hat, und dann sagt er: Papa, ich habe das und das neu für meinen Laptop erworben. Dann sage ich: Mein Junge, wir leben hier in Deutschland, und dann heißt das Schoßrechner und nicht Laptop. Ja, kann man auch sagen, ne? Das ist Wie schon klar, würden ne? Sie denn den Begriff Handy eindeutschen? Telefon einfach, also den Begriff Handy gibt es gar nicht im Englischen. Das ist richtig, da sagt man ja Mobile Phone oder wie auch immer. Aber Ja, Phone ist Telefon, ich einfach finde, Telefon. ein Telefon steht zu Hause und hat eine Schnur. Es muss einen Ja. adäquaten Begriff für ein Telefon geben, das man mitnehmen kann. Ja. Meine Frau und ich, wir haben uns auf Handfunk-Fernsprechgerät geeinigt. Ja. Und ich finde das sehr begeisternd, wie die jungen Leute sich dann angucken und das überhaupt nicht verstehen, wenn wir davon sprechen. Das kann auch keine. Ich glaube, das ist so, ja, das Einzige ist noch, wo es das gibt, so beim Militär, ne, und bei der Polizei. Bezeichnen die das da auch so? Nee, glaube ich nicht. Was, das ist ja auch schon so. Das sind Handfunkgeräte, ne? Ja, Handfunk-Fernsprechgerät. Ja, Handfunkfernspruch gehören, ja. Sehen Sie, selbst Sie haben Probleme, das auszusprechen. Ja, das ist also Welche ja. englischen Wörter stören Sie denn im Alltag selbst persönlich am meisten? Ja, was mich stört, ja, das könnte ich jetzt so gar nicht sagen oder so. Also, solange wir hier noch nicht für keine Schlachterei oder was das Wort Butcher benutzt, also ich habe Probleme damit oder so, wenn ich oder so in anderen Städten oder was mich orientieren müsste, ne? Ja. Ja, da wird es interessant, denn in Berlin und so, das ist nicht so angenehm. Ja, was ist da? Da gibt es ja auch, ja, Coffee Shop ist auch so ein blöder Begriff. Das ist in der Kaffee. Tat richtig. Coffee Shop ist keine Ahnung, ne? Gut, Welche ja, Bezeichnung würden ich Sie könnte denn Ihnen einen vor. welche Ein Bezeichnung würden Sie für einen Coffee Shop bevorzugen? Kaffeegeladen oder. Ja, Das Kaffee. müsste sich mal wieder durchsetzen. Die Ja, einfach ein Kaffee. Ordnung muss wieder rein. Ja, alles klar. Gut, Sigurd. Ich habe ja hier mal kurz gerechnet, ja. Ja, das Bei haben Sie uns auch noch würden Sie. nebenher gemacht, oder haben Sie das Ja, na. mit Ihrem Handfunk-Fernsprechgerät getan? Hören Sie auf. Genau, Hand vom Felsfunk. Ich bringe Ihnen das im Laufe dieses Gespräches mit Sicherheit noch bei. Ja. Da können Sie dann den nächsten Kunden bezaubern mit diesem Wortschatz, den Sie von mir bekommen. Also, bei uns würden Sie auch gerade 56 Euro bezahlen. Also eine Ersparnis von, naja, ist nicht so doll, ne, von 4 Euro, aber eine Ersparnis. Sprechen wir jetzt vom Strom oder vom Gasanschluss? Vom Strom. Das ist sehr gut, weil ich habe aufgrund verschiedener Probleme, würde ich mich auch sehr gerne vom Gas komplett trennen. Ist das möglich? Vom Gas trennen. Gibt Ja, es da Möglichkeiten? er gibt ja, der, ich Moment, Sekunde mal bitte. Ja.
Also, Herr Sickert, das können Sie natürlich machen oder so, sich vom Strom, also hier Ihre Gasgeschichte, ja? Ja. Das können Sie natürlich machen, aber im Moment oder was ist, haben Sie ja noch ein Gasherd, ja? Das ist richtig, das ist richtig. Und deswegen wäre ja so meine Überlegung, das ist jetzt nur eine spontane Idee, ob das möglich wäre, sich andere Geräte anzueignen und diese dann über die Steckdose zu betreiben oder ob man auf die Verwendung des Gasanschlusses angewiesen ist. Weil ich möchte mich autonom versorgen können. Ja. Das geht, es gibt Induktionsherde, ja. Die sind energiesparend. Wäre das denn günstiger auf ein Jahr gesehen? Ja, günstiger, der Verbrauch oder was, also was sie nicht beim Gas ausgeben, geben sie dann für Strom aus, ne? Das ist eine Rechnung. Die Energie muss ja, wird ja verbraucht. Gibt sie brauchen es, ja warm Wasser. Ja, gibt es denn beim Gas so etwas ähnlich Schreckliches wie diese Stromumlage, die jedes Jahr teurer wird? Ach so, EEG-Umlage. Ne, also da werden wir wohl nicht vorbeikommen, aber wir haben bei uns oder so ja dafür hier diese 24-monatige Preisgarantie. Das heißt also, Sie haben 24 Monate lang Planungssicherheit. Ja, bei uns das ist alles. Ich mag Jahrespläne. Ich habe alle Sicherheit gerne auf meiner Seite, die ich haben kann. Das muss ich natürlich auch umsetzen lassen. Ich habe bei vergangenen Jahresplänen immer das Problem gehabt, dass wir das Soll nicht ganz erreicht haben. Ja. Gut. Das könnte ich Ihnen hier heute fertig machen, Herr Sickert. Und jetzt sprachen Sie vorhin davon, dass ich so ein technologisch weit fortgeschrittenes Gerät bekommen könnte. Um welches handelt es sich dabei? Also, Sie könnten quasi Strom und Gas Kunde, also haben Sie ich gucke mal hier beim Strom wäre die Möglichkeit. Also, wir haben hier folgende Geräte. Wir haben einmal das Sony Xperia, das ist ein Smartphone, ZX Kompakt. Wie heißt das deutsche Wort? Sony Xperia, ich kann es nicht sagen. Nein, wir haben uns doch vorhin darauf geeinigt, dass das nicht Smartphone heißt. Ach so, es ist ein Telefon, also ein Handfunk-Fernsprechgerät. Ja. Sie müssen dieses Handfunk-Fernsprechgerät. Ja. Wiederholen Sie bitte. Handfunk-Fernsprechgerät. Wir werden es im Lauf dieses Gespräches noch hinbekommen. Ja, das glaube ich nicht. Also Sie könnten eins von diesen, wir haben hier Schoßcomputer. Rechner bitte. Computer ist auch Englisch. Rechner. Schoßrechner. Ja. In welchen Abmaßen und in welcher Leistungsstärke? Ja, es handelt sich eher um ein Tablet mit 16 GB, ja? Was kann man damit machen in dieser Menge? Damit kann man im Internet surfen, so wie Ihr Sohn. Nein, mit diesen 16 GB, was kann ich damit veranstalten? Was kann man damit machen? Also, damit kann man sich Bilder zuschicken, man kann mailen. Man kann also sich Filme herunterladen, Bücher lesen, es gibt E-Book-Möglichkeiten. Das ist fantastisch, weil ich begeistere mich für gute Literatur. Ja, das können Sie alles damit machen. Und mit diesen Geräten kann man auch das weltweite Netz, das ist mein Begriff, das Internet, anzapfen. Ja, kann man. Das ist da sehr so kommen gut. Sie, diese Geräte erklären sich von alleine. Ja? Schalten Sie ein. Gibt werden einmal aufgeladen, dann werden Sie durchs ganze Programm geführt, ja? Gibt es da im Prinzip so eine Sprachsteuerung? Ja, alles möglich hier über diesen Geräten. Also ich habe es noch nicht persönlich an der Hand gehabt, aber ich kann mal in den technischen Daten gucken hier. Das wäre von Vorteil. Ja, das wäre von Vorteil, ja. Es hat Bluetooth, WLAN. Was hat das bitte? Ja. Bluetooth ist also eine Funktion, damit kann man also verschiedene Endgeräte mit steuern. Zum Beispiel den Fernseher. Das heißt, lassen Sie mich diesen Gedanken theoretisch weiterspinnen. Ich könnte mit diesem Gerät den Fernseher meines Nachbarn lahmlegen und seine Funkverbindung stören. Wenn Sie das so wollen, ja. Das ist ja eine fantastische neue Möglichkeit, weil mein Nachbar, das ist ein ganz aufdringlicher junger Bengel, der hat sich so eine Drohne gekauft und fliegt damit immer über meinen Garten. Kann
Kann man so ein Gerät damit zerstören? Oder ist zum Absturz? Was kann man damit zerstören? Eine Drohne, der lässt immer seine Drohne über meinen Garten fliegen, so, um auszukundschaften. Ja. Da können Sie immer einen Streich spielen mit so einem Ding. Das ist ja wunderbar, weil ich habe schon überlegt, was kann man denn machen? Ich habe bei der Polizei angerufen, der sagen, ja, bringt nichts. Das müssen Sie beweisen. Ich habe beim Ordnungsamt angerufen, die sagen das auch. Und dann habe ich hier bei uns in der Bundeswehrkaserne angerufen und die sehen sich auch nicht imstande, dieses Problem zu erledigen. Ich habe dann gesagt, man müsste die ganze Luftwaffenführung aufhängen, aber die wollen mir nicht helfen. Ja, das ist schwierig, Herr Sickert. Und dieses Gerät könnte ich zur Manipulation einsetzen. Das könnten Sie ja. Das könnte ich Ihnen so heute oder so. Ich kann Ihnen die Unterlagen fertig machen. Sie erhalten, das ist ja eine Prämie bei uns, ne? Das ist fantastisch. Ich werde das mit meiner Frau beratschlagen. Und was kann man das mit diesem anderen Gerät auch ähnliche Tricksereien veranstalten? Kann man machen oder was? Man kann oder so in die Befehlskette eingreifen, sag ich mal so. Das ist wunderbar. Und braucht man da gewisse Vorkenntnisse oder wird das automatisch? Also das machen heute kleine Kinder, spielen mit sowas. Ja, dass die damit spielen, das sehe ich immer im Bus, wenn man sich da nirgends hinsetzen kann, weil diese Belger die Plätze mit ihren Schoßrechnern belegen. Aber kann man damit problemlos Endgeräte eines verfeindeten Nutzers übernehmen? Hallo, Herr Sickert? Ja. Hören Sie mich noch? Ich kann Sie noch hören. Ja, dass die Kinder so umgezogen ist, das verstehe ich ja gar nicht. Ne? Haben die keine Erziehung mehr heute? Das scheint ein sehr großes Problem zu sein. Die Kinder wachsen auf vor dem Fernseher und benehmen sich dann wie die Menschen, die sie darin sehen. Und wenn wir uns das Programm anschauen, dann können aus den kommenden Generationen ja nur Asoziale werden. Ja. Sie hatten sich doch an die Luftwaffenführung da gewundert, bei der Bundeswehrkaserne, ne? Das ist richtig. Und die haben Ihnen auch nicht weitergeholfen mit dieser Drohnengeschichte? Nein, die haben die Hilfe verweigert und sagt, es handelt sich dabei um keine militärische Bedrohung der Bundesrepublik. Tja, also, Herr Sickert, also, Sie wollten sich ja nochmal mit Ihrer Frau beratschlagen, ja? Das ist in der Tat richtig. Ja. Ich würde mich gegebenenfalls dann nochmal wieder melden bei Ihnen, ja? Hat das einen Wann tieferen, kann ich mich denn wieder melden hat bei das Ihnen? Einen tieferen Hintergrund, dass die Menschen im Hintergrund sich über mich unterhalten? Was? Nee, das ist, wir arbeiten ja hier in einem großen Büro. Und da haben Sie mich mal auf Lautsprecher gestellt, damit alle was zu lachen haben. Darauf? Ja, wann wollen wir uns denn mal wieder verabreden, Herr Sickert? Wie wäre es mit 5.45 Uhr? 5.45 Uhr, okay. Gut, danke, Herr Sickert. Können wir das so vermerken? 5.45 Uhr. Dann wird zurücktelefoniert. Dann wird zurücktelefoniert, okay. Und wie heißt das Gerät nochmal auf Deutsch? Sie müssen es nochmal sagen. Das Tablet Samsung Galaxy heißt das Gerät. Auf Deutsch, welches Wort hatten wir uns überlegt? Ach, Handfunksprechgerät. Fernsprechgerät. Fernsprechgerät. Okay, Sie danke, haben es geschafft, ne? Sie werden in eine höhere Dimension aufsteigen. Ich werde mich für Sie einsetzen. Er wird sich, ja, alles klar. Danke, tschüss, schönen Tag noch. Haben Sie sich wohl. Die ganze Luftwaffenführung aufhängen!